Moin da draußen und willkommen bei einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales, The Critters Chronicles. Ne? Die Viehchroniken. Und wir waren hier mit dem Vieh und dem. und dem Pinguin. Oh Mann. So, wir. Genau, ganz deiner Meinung, wir gehen mal raus hier. Ja, eindeutig. Wir reden mal mit Ulus. Hallo, Rata. Biete? Biete hat er gesagt? Mams, was? Okay. Wer ist das denn mit der seltsamen Frau? Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Ach, du Scheiße. Auch die hässlichen. Ist ihr nicht kalt? Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Wenn ihr Tiere doch nur für euch selber sprechen könntet, dann müssten ich und meine Mitstreiter das nicht tun. Tiere führen keine Kriege, sie lügen nicht und sie würden sich niemals über jemanden lustig machen, nur weil sie gerne Pullover strickt. Oh, du hast recht. Wir Menschen sind immer so laut. Lass uns der Stille der Natur lauschen. Ja, eindeutig. Absolut richtig. Wir gehen mal zu den Pinguinen. Na komm. Okay, dann mit denen kann ich nichts mehr machen. Und wir reden mal mit Ulus. Hallo, Rata. Nein. Mams, was? Pockt da eigentlich das Herz oder das Gehirn? Muss er so doll nachdenken? Da suche die Kiste. Was ist denn mit der Kiste? Was ist? Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Ernsthaft? Komm. Okay. Okay, wir gucken mal, wir betrachten mal den Steinkopf. Was ist mit dem? Okay. Okay, das war's auch mit dem. Sehr schöne Umgebung übrigens hier. Besonders hier oben. Yeti-Höhle. Ah! Lol, wir können jetzt. Ah, da ist die. Okay. So. Yeti-Höhle. Hä? Entweder sind sie beide einzeln weggegangen oder zusammen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ein Luftballon. Okay. Ja, kann man auch so ausdrücken. Ähm.
Okay. Lampe, die Öllampe. Was ist denn mit der? Kalle, kommt der überhaupt da dran? Das dachte ich mir schon ganz fast. Strohhalm. Nein, Strohhalm. Nein, wir können hier nichts. Okay, Strumpf. Weihnachten. Okay, weiß Bescheid. Was ist denn hier mit dem Küchenmesser? Ah. Ende Bit. Genau, erstmal in den Mund stecken, weißt du? So ein Messer erstmal schön in den Mund stecken. Vernünftig. Wer macht das nicht so? Ja. Kannst du das vielleicht das Messer hochwerfen? Ich nehme das mal als Nein. Okay, haben wir irgendwie so einen Stuhl? Was ist das? Eine Klingel. Hallo, ist jemand da? Holzscheiter? Können wir ein Feuer machen? Nein, können wir nicht. Wir können die Dinger nicht aufnehmen. Was ist mit der Waage? Was, wir können die mitnehmen? Was? okay. Ja, dann betrachte die Zelle. Okay, also bleiben wir hier. Gut. Lampenschirm. Was ist mit dem Lampenschirm? Können wir den auch mitnehmen? Vollkommen erschrocken. Okay. Ja, genau, behaart. Ein Auto. Benutze den Lampenschirm. Komm, mach nochmal. Also im Werfen ist auf jeden Fall gut. Muss man sagen, das kann er. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. In die Werkstatt. Oder Richtung Werkstatt schon mal. Einmal kurz gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Kiste. Durchsuche die Kiste. Aber da finden wir, glaube ich, nichts drin, ne? Ne, haben wir schon gemacht. Lass die doch offen. Okay, schnell bevor der Pinguin anfängt zu furzen. Mal im Brand vorbei. Was haben wir denn hier alles? Hier können wir das Kabel nehmen. Ja, hier haben wir jetzt ein Messer. Das wird so Probleme verursachen. Ernsthaft, er probiert es zweimal aus. Er probiert es fucking zweimal aus. Ernsthaft. Alter, what? Was ist mit dir? Alter, der Pinguin, wo? Heilige Scheiße. Wie sieht das aus? Wie lange brauchst du noch? Nicht lange. Beeile dich, mein Schatz. Der Hexenmeister kann jeden Augenblick eintreffen. Und sobald wir das Herz haben, will ich keine Minute länger hierbleiben als nötig. Waffe fertig? Ich werde jemandem wie Munkus keine Waffe geben. Er erhält ein anderes Gerät von mir. Das ist schon schlimm genug. Weiter, weiter! Das Zeitfenster schließt sich und du weißt, was das bedeutet. Okay. Messer festhalten. Nächstes Mal. Nicht schlimm. War auch schon verliebt. Natürlich nicht. Okay. Was können wir hier eigentlich alles bewegen? Ah, wir können. Nimm die Alarmleuchte.
Können wir die vielleicht mit dem Klebeband irgendwie fixieren? Nein. Ah. Wofür auch immer. Luftballon? Ah, mit dem Luftballon da dran. Nein? Okay, dann nicht. Können wir mit dem Luftballon vielleicht was anderes machen? Nein, dann gehen wir mal hier hoch. Komm. Ich gebe sie ihr zurück, sobald der Hexer da war. Und du hältst dich aus den Angelegenheiten zwischen mir und meiner Tochter heraus. Ist das klar? Och Mann. Mensch, ey. Ausdrucksweise Beste. Er gafft ein bisschen dran vorbei, aber sonst alles gut. Okay, können wir hier... Genau. Was ist hier? Ah, hier sind die Kabel. Achso, da kommt Funk. Okay. Können wir... Na, gibt's wieder Funken? Nein, gibt's nicht. Eine Antenne. Okay. Was will der damit machen? Schraube die Alarmleuchte los mit diesem Ding. Oh. Das hat funktioniert. Messer an einer Antenne. Ah, ja. Was machen... Wir gehen lieber mal. Wer weiß, was wir jetzt mit der Leuchte anstellen können. Können wir die Leuchte... irgendwie hier hin? Auf die Kiste stellen. Das können wir machen. Der furzt jetzt gleich wieder. Müssen wir jetzt aufpassen. Genau, so ungefähr macht das Ding auch. So, also schon mal ganz zusammen. Wie... zu geil. Einfach zu geil. Absolut korrekt. Wir gehen noch mal rein. Gucken, ob jetzt was eventuell wegen der Warnleuchte ist, weil die ist ja jetzt nicht mehr da. Nichts. Gut. Gute Entscheidung. Ich schau mal ganz kurz nach, ob wir hiervon irgendwas verbinden können. Nein. Können wir denn eventuell was anderes statt der Warnleuchte reinsetzen? Ein Strohhalm vielleicht zur Verbindung. Oder vielleicht das Messer oder so, dass wir das mal irgendwie da so... Nein, geht nicht. Reden wir mit ihm hier, komm. Komm schon, rede mit uns. Bulladulaha. Okay. Wir können mit dem Anführer reden. Reden wir mal mit dem Anführer. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Das heißt, hallo. Komm wieder, wenn du die Sprache beherrschst. Okay. Nun, was gibt es? Ich habe zu tun. Ich habe es dir 1000-mal gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Meine Tochter ist außerhalb deiner Reichweite und wird es immer sein. Sie hat etwas Besseres verdient als dich. Wärst du klüger, würdest du das einsehen. Weg mit dir! Wäre er klüger, dann hätte sie ihn wahrscheinlich verdient, laut ihm. Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Nein.
Nein, kann ich nicht. Das muss ich hier machen. Ich weiß, dass Layla die Kugel gerne wiederhaben will. Aber Strafe muss sein. Okay, dann wiederholt sich das. Weil den Spruch hatten wir schon mal. Was können wir jetzt noch machen? Hä? Die Beschädigung? Ja. Ist das eigentlich ein Raumschiff? Komm, erstmal quatschen hier. Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Echt nicht? Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Schade. Komm her. Komm, gut, gut. Bulladulaha. Ja, alles klar. So, wir haben die Warnleuchte rausgenommen. Warte, können wir jetzt die Kabel vielleicht durchschneiden? Wieso ist das Messer einzeln? Wieso fesselt er es zweimal aus? Ja, du bist ein Idiot, weißt du das? Sorge dafür, dass ja, gut. Wir müssen die Sprache beherrschen. Schnauze. Boah, erstmal abhauen hier. Gehen wir noch zu ihm. Hier, noch zu ihm. Hallo, Ratta. Komm, ich klicke das jetzt mal eben durch. Mom? Fatz. So. Was ist denn hier mit der Kiste plötzlich passiert? Okay, dann nicht. Können wir vielleicht irgendjemand hier was aufpusten, so einen Luftballon oder so einen Strohhalm geben? Nö, Messer vielleicht? Warte mal. Ah, warte mal. Mit dem Messer, wir haben das ja jetzt groß gemacht. Momento. So. Dann nicht. Dann holen wir uns halt nur das hier. Mampf, Fatz. So. Äpfel. Sehr gut. Können wir damit auch gleich hier noch, ne? Nein, können wir nicht. Wollen wir vielleicht irgendwas wiegen? Nein, gut. Ich würde das Ding ja einfach mal mitnehmen. Das hier. Einfach nur mitnehmen. Dann können wir das vielleicht dem anderen überstülpen und der geht dann dahin und redet einfach für uns. Ach Mann. So, möchte er vielleicht ein paar Äpfel? Guck mal. Schub und weg. A gegen. Schnur mit Köder. Sind sie nicht wunderbar? Echte Petra-Schirmmützen. Gutes Marketing ist alles, weißt du? Ich plane eine aufwendige PR-Kampagne. Möglichst viele Prominente sollen mit solch einer Mütze herumlaufen. Und wer nicht mitmacht, ist ein gedankenloses, primitives Charakterschwein. Also, nicht, dass Schweine keinen Charakter hätten. Wieder ein schönes Beispiel, wie Tiere in unserer Sprache systematisch unterdrückt werden. Alles klar. Aber sie ist auf jeden Fall dagegen. Was? Oh, also schön. Nein. Na
gut, behalte sie. Es ist ein Geschenk an die Natur. Ach du Scheiße. Schnell weg, bevor die uns noch wehtut. Oh Gott. Moin. Uladula. Was haben wir denn hier? Das hier oben, ne? Mams, was? Hudalup. Okay, das zweite. Xadalupa? Ah! Ah, versteht, der versteht gar nichts. Buladulaha. Drei Augen? Reiten? Sehe nichts. Ich hab gerade das mit dreiköpfiger Affe bekommen. Ja. Ganz toll. Ganz toll. Sonst haben wir derzeit nichts hier, ne? Jetzt hat er ja Alarmleuchte. Kann ich. Nein. Kann ich das hier vielleicht? Nein. Okay. Können wir ja Layla geben. Vielleicht möchte sie eine Petra-Mütze haben. Schade, funktioniert nicht. Okay, drei Beine vielleicht irgendwo hier hin. Auch nicht, das gibt's doch gar nicht. Okay, kann ich Knut die Angelschnur an dem. Damit kann man einen zum Laufen bewegen. Oh Gott, wie kann man denn da zum Laufen bewegen? Den Pinguin vielleicht? Tatsache! Okay, das. Was ist das denn? Haltet ihn! So haltet ihn doch! Was hat er angestellt? Haltet ihn! Alles klar. Du musst ihn richtig. Ich guck mal, haltet was ich mache. Ihn! Er ist doch gut. Bleib doch mal locker. Er läuft einfach da durch. Haltet ihn! Er ist doch gut, bleib doch mal locker. Chill doch mal. Wir müssen erst mal gucken, was können wir denn machen. Warte mal. Da können wir uns jetzt die Kugel schnappen? Nicht dein Ernst. Siehst du, was du wieder angerichtet hast? Du bereitest nichts als Kummer. Und Kummer nicht. Wo willst du denn einen Ersatz finden? Die Kugel hat sie an zu Hause erinnert. Hier gibt es nichts, was das könnte. Oha. Oha. Okay. Hallo. Und du nicht. Schon gut.
Ich weiß. Nur eine Kugel. Ist nur hier immer hell. Vermisse Sterne. Vermisse Zuhause. Oh. Bücherregal? Papa, gemein. Nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nicht vertrauen, Hexer. Ja, Papa vertraut ihm. Brauchen Kristall. Sonst keine Energie. Ja, müssen warten. Kommt bald. Mach's gut. Gibt's davon irgendwie eine Übersetzung, so ein Wörterbuch oder sowas? Ich würde die Sprache gerne lernen. Genau, das Ding. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ist jetzt draußen vielleicht irgendwas passiert? Vielleicht hat die Petra wieder was Neues. Nein. Ah, mein kleiner rosa Freund. Hast du vielleicht etwas wie einen Stock für mich? Ich brauche einen Stiel für meine Protestschilder. Ich glaube, dass ich mit meinem Protest mehr Leute erreichen kann, wenn ich das Schild höher halte. Strohhalm. Wir hätten auch noch eine Antenne. Das ist ja großartig. Ja, groß ist das. Du willst etwas dafür haben? Wir müssen uns mal über deine soziale Einstellung unterhalten. Aber ich brauche das Ding. Hier, nimm. Hier, nimm das Schild. Nun kann niemand mehr unseren Protest ignorieren. Da geht's. Gut gemacht, kleiner Freund. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir... Richtig, die Stille der Natur. Entschuldigung. Wogegen seid ihr? Dagegen sind wir. Okay, wir haben nur noch ein Messer. Und eine Siebschrift, können wir die irgendwo... Zerschneide den Ballon. Nein? Echt nicht? Bist du dir ganz sicher? Dann nicht. Dann nicht. Wir gehen nochmal oben in die Höhle. Oh, Weihnachtsmann. Nein. Ein Einpackpapier, eine Sanduhr. Ich will kombinieren. Vielleicht die Socke. Leider nicht. Kann ich den... Warte mal, ich überlege gerade, wie kann man das kombinieren? Wie kann man das kombinieren, dass vielleicht was rauskommt mit dem Lampenschirm vielleicht? Zerschneiden kann ich ihn nicht. Kann ich den irgendwie... Nein, damit kann ich das auch nicht machen. Damit auch nicht. Den muss ich also aufsetzen, aber aufsetzen hilft da nicht viel. Ich bin ja keine Lampe. Ich habe gerade die Errungenschaft, ich bin eine Lampe, freigemacht. Ich bin ja keine Lampe. Oh, ich habe eine Lampe. Nimm die Öllampe. Wir brauchen auf jeden Fall die Öllampe. Die Öllampe müssten wir eigentlich über die Siebschüssel packen. Und das Ganze können wir schön verpacken mit dem Einpackpapier.
Ist das so richtig? Ja, ne? Ja. Sehe ich genauso. Ich würde das Ding ja auch liebend gerne runterbekommen, aber wie? Stimmt, wir nehmen die Öllampe, packen die hier drauf, packen das Sieb drüber. Dann haben wir eine Leuchte. Hierdurch halt ganzen Sterne. Ja. Aber ich kann hier leider nichts verwenden. Leider, leider, leider. Wie? Gerade war es doch noch ja. Okay, wir gehen mal wieder. Lauf. Komm, jetzt hier nochmal dran. Komm, wir bimmeln nochmal. Ach komm, komm, einmal noch, komm. Das ist eine Kuhglocke. Cool, okay.